Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Review. Und zwar haben wir heute von Endofire das ARC 700 Case. Das ist so ziemlich das größte Case, was Endofire im Moment im Sortiment hat. Das haben sie auch gerade erst frisch rausgebracht zu Computex. Das bringt schon 5 Lüfter mit. Wenn man die ARGB-Version nimmt, sind es nur 4. Hier sind es 5 Stück, das kostet dann ca. 110 Euro. Die ARGB-Variante mit einem Lüfter weniger, aber dafür beleuchteten Lüftern, kostet 120 Euro. Ich habe es mir gerade mal kurz vorweg so ein bisschen angeschaut, mir die Funktionen angeguckt und ich kann euch sagen, das ist gar nicht mal so schlecht. Ich werde gleich das erste Mal drin bauen, vielleicht fällt mir irgendwas auf, was dann vielleicht nicht so geil ist. Aber jetzt der Ersteindruck ist auf jeden Fall super. Und ich schnappe mir jetzt auch direkt die Kamera, ihr kennt das ja schon, und dann schauen wir uns das Ding mal an. Was ich persönlich schon mal sehr geil finde, also wir haben eine komplette Meshfront, da bin ich sowieso immer ein Freund von. Aber die kann man ganz easy hier abnehmen, die wird mit Magneten gehalten und dann kommt man hier auch schon an die Lüfter dran. Das heißt, wenn ihr die irgendwie tauschen wollt, diese 140 mm Lüfter, könnt ihr hier mit diesen Rändelschrauben die ganze Schiene rausnehmen, dann einfach die Lüfter austauschen, die ganze Schiene wieder reinpacken. Das heißt, ihr habt ein bisschen Zeit gespart und es ist angenehmer zu bauen. Mal ganz davon ab, guckt euch die Teile mal an. Also 140 mm Lüfter ist jetzt keine sonderliche Seltenheit, aber es gibt viele Gehäuse, die bringen nur 120 mm mit. Und hier haben wir 140 und das gleich 5-mal. Wir haben 3 Stück in der Front, wir haben einen hinten, einen oben. Das schauen wir uns jetzt gleich noch an. Die Seitenscheibe ist bei dem Preispunkt natürlich aus Glas. Also wäre die jetzt aus Acryl gewesen, hätte ich sie auseinandergenommen. Aber das ist natürlich eine ganz normale Glasscheibe, wird hinten mit 2 Schrauben gehalten. Dann kann man das Ganze hier wegnehmen und dann hat man die auch schon in der Hand. Und glaub mir, sie ist schwer. Bevor wir zu dem Innenleben kommen, hier oben haben wir halt den Ein- und Ausschalter, den Reset-Button, ein paar LEDs für Power an und SSD. Dann haben wir noch Mikrofon und Kopfhörer, getrennte Anschlüsse. Keine Kombi-Anschlüsse, sondern wirklich getrennt, das ist auch gut so. Zweimal USB haben wir mit dabei und USB Typ C ist auch da. Für einige wird das vielleicht ein Ausschlusskriterium sein. Das macht nämlich nur Sinn, wenn der PC sozusagen unterm Tisch steht. Wenn er oben auf dem Tisch steht, kommt man da nicht so gut dran. Da hat man die Anschlüsse lieber in der Front. Hier seht ihr jetzt auch die beiden Lüfter, die hier noch verbaut sind. Der eine bläst oben raus, der andere hinten raus. Also wie gesagt, 5 Lüfter in diesem Case für 110 Euro. Das ist schon mal eine Ansage. Die Platte hier oben ist auch Mesh. Das ist aber festes Metall. Das könnt ihr hinten mit dieser Rändelschraube einfach abziehen und dann so hochnehmen und dann kommt ihr auch an alles dran. Die obere Schiene lässt sich nicht abnehmen, aber ist eigentlich relativ egal. Die 2 Lüfter könnt ihr noch da reinschrauben oder eben eine Wasserkühlung und dann passt das. Kommen wir hier zu dem Innenraum. Die beiden Lüfter hatte ich schon angesprochen. Wir haben eine große Aussparung, damit ihr auch sämtliche Backplates hinter das Mainboard bekommt, falls das Mainboard schon eingebaut ist und ihr irgendwie den Lüfter oder die Wasserkühlung tauscht. Wir haben gummierte Kabeldurchführung. Dankeschön, Endofire, darauf habe ich gewartet. Hier könnt ihr 2 SSDs einbauen, genauso könnt ihr auch noch auf der Rückseite SSDs einbauen. Es sind wohl insgesamt 7 Plätze für SSDs, also die 2,5 Zöller. Und hier unten ist ein Slot drin für eine 3,5 Zöller. Ansonsten gehen halt wirklich nur 2,5 Zoll SSDs oder HDDs. Hier ist noch so ein Einbaupunkt für einen Lüfter, da könnt ihr auch noch einen 140er reinbauen. Und hier haben wir auch eine gummierte Durchführung für die Grafikkartenkabel. Ist ganz nice gelöst, anstatt die jetzt hier durchzulegen und dann so einen blöden Bogen zu legen oder oben rum oder so. Einfach direkt unten aus dem Case kommen lassen, in die Grafikkarte, sieht gut aus, wunderbar. Hier haben wir auch noch 2 Einbaupunkte für 2,5 Zoll SSDs. Hier auf der Rückseite haben wir erstmal natürlich die ganzen Kabel von den Anschlüssen hier oben, die dann hinterher aufs Mainboard gehen. Die werden hier so durchgeführt, diese ganzen Straps, die sind auch schon so ja, vorangebracht. Da kann man dann noch zusätzlich später andere Kabel durchlegen. Hier haben wir den Fanverteiler für die 5 Lüfter. Mehr geht da jetzt nicht dran. Ich weiß, dass bei der ARGB-Variante auch noch ein ARGB-Verteiler mit dabei ist. Also ihr braucht euch da keine Gedanken machen, wenn ihr da jetzt überall diese RGB-Lüfter drin habt und habt nicht genug Slots auf dem Mainboard. Der Verteiler ist mit dabei. Wir haben jetzt hier die Variante ohne ARGB, deswegen ist der Verteiler natürlich nicht mit dabei. Wäre geil gewesen, klar, aber wer sich so ein Case kauft, der braucht das eigentlich dann auch nicht, weil er halt eh damit plant, nicht so viel RGB in dem System zu haben. Jetzt schauen wir uns auch mal eben an, was hier in dieser Tüte drin ist. Also wir haben erstmal eine ganze Menge von diesen Gumminuppeln hier. Ich denke mal, die haben so die Funktion als Schwingungsdämpfer, falls ihr irgendwie eine HDD anbaut oder auch eben für die Lüfter. Die Funktion von der Schraube erschließt sich mir jetzt noch nicht so ganz. Ein paar Kabelbinder sind auch mit am Start. Ja, und das sind halt die typischen Schrauben, die man so braucht. Für Mainboard, fürs Netzteil, für eben auch Lüfter, für die ganzen SSDs und so. Hier ist also alles mit dabei. Ist jetzt nichts Besonderes, ist bei jedem Case eigentlich mit dabei. Was ich aber eben noch gar nicht so erwähnt habe, das hier ist so ein bisschen angeschrägt. Man sieht das hier an dem Winkel. Dementsprechend habt ihr hier hinten mehr Platz, um die ganzen Kabel zu verlegen. Und ihr habt auch überall diese kleinen Bügelchen, damit ihr eben Kabelbinder oder ähnliches da drin ja, verbauen könnt. Oder diese hier, die kann man ja auch dann umpflanzen, irgendwie auf die Seite, wie man das so gerne hätte. Aber auf jeden Fall wurde hier ein bisschen ans Kabelmanagement gedacht. Warum sage ich ein bisschen? Es gibt bessere Lösungen. Ne? Also ich habe zum Beispiel das CA300H von Shakun, da ist so eine Klappe davor. Das gibt es auch von anderen Herstellern. Hier ist es halt offen. Es ist schon besser als bei manch anderen Cases, die natürlich dann auch wieder günstiger sind. Aber so ganz perfekt ist es halt nicht.
Und bevor ich es vergesse, hier ist auch noch ein Staubschutzfilter drunter. Der ist teilweise magnetisch, teilweise mit Schienen. Also den könnt ihr jetzt so rein und rausschieben, wie ihr wollt. Dann macht ihr den eben sauber und dann packt ihr den wieder da drunter und dann seid ihr fertig damit. Und ich würde mal sagen, ich baue jetzt das System da rein, damit ihr mal seht, wie es dann aussehen könnte bei euch. Da ist jetzt auch kaum RGB drin, außer die Grafikkarte halt. Ich werde auch einen CPU-Kühler von Endorfine nehmen und dann seht ihr schon, wie das dann hinterher aussieht. Was mir jetzt noch aufgefallen ist, die haben hier so einen Einbaurahmen für das Netzteil. Könnt ihr dann so reinschieben und festschrauben. Ich habe das Netzteil jetzt so eingebaut. Ich habe es wie immer hinten reingeschoben, dann da die Schrauben reingepackt und dann war ich fertig damit. Ihr hättet halt die Möglichkeit. Inwieweit das Sinn macht, wenn das Netzteil sowieso von der Seite reingeht, weiß ich nicht. Also ich bin jetzt hier gerade fleißig am Bauen. Mir ist gerade noch was aufgefallen, was ich ganz cool finde. Das hier ist magnetisch. Das ist einfach so ein Scharnier. Hier ist ein kleiner Magnet dran. Dann könnt ihr einfach zumachen. Finde ich ganz gut. Auch schraubbare Slotblenden. Gut, bei über 100 Euro erwarte ich das auch. Es gibt aber Gehäuse, die haben das eben nicht, auch in der Preisklasse. Aber wie gesagt, alles schraubbar, auch überall eine einzelne Schraube drin. Manchmal sind ja welche dabei, weiß ich nicht, die liegen dann extra oder so in so einer Tüte da. Aber hier passt das wirklich alles. So, die Grafikkarte ist nun noch verbaut. Einfach zumachen, hat man einen schönen, cleanen Abschluss hier. Finde ich gut. Und das ist jetzt auch das, was ich meinte mit dieser Kabeldurchführung hier. Das haben die richtig gut gelöst. Das haben einige Cases, aber halt nicht alle. Bei den meisten wird es noch irgendwie hier an der Seite so durchgelegt und dann nach oben oder hier oben rum, wie auch immer. Ich finde das immer noch die beste Lösung. Hier schön noch mit der PC-Check-Grafikkartenhalterung. Die bekommt ihr bei uns auf dem Discord, falls da jemand Interesse dran hat, auch in verschiedenen Farben. Aber ja, so sieht die ganze Nummer jetzt aus. Und wie ihr seht, ist die Nummer auch fast fertig. Ich muss jetzt gleich noch ein bisschen Kabelmanagement machen. Hier oben könnte man eine Wasserkühlung einbauen. Ich messe auch gleich noch den Abstand, damit ihr wisst, wie dick der Radiator sein darf. In die Front könnt ihr auch eine 360er einbauen. Das ist überhaupt kein Problem. Also zwei Radiatoren, theoretisch geht es. Ist vielleicht für Leute interessant, die eine Grafikkarte haben, wo auch schon ein Radiator mit dabei ist. Es gab ja diese Liquid-Modelle. Aber jetzt wisst ihr zumindest, was ihr so alles da drin verbauen könnt. Sagen wir jetzt mal, ihr würdet auf einen Radiator in der Front verzichten, dann könnt ihr Grafikkarten bis 410 mm einbauen, also so ziemlich alles, was es gerade auf dem Markt gibt. Und wenn ich jetzt hier gerade mal messe, was den Abstand von oben angeht, da sind wir bis zum Spannungswandlerkühler vom Mainboard bei 55 mm. Das könnte knapp werden, wenn man jetzt zum Beispiel eine Arctic oder so einbaut, aber ich glaube, der Abstand von hinten nach vorne dürfte eigentlich reichen, dass das nicht kollidiert. Da muss man sich nur Gedanken mit dem RAM machen, aber ich glaube, selbst da gibt es keine Probleme. Ich weiß, ihr seht das gerade nicht richtig, aber ich messe gerade diesen Abstand von der Platine bis zu einer potenziellen 360er Wasserkühlung. Und da sind wir bei einem Abstand von circa, ja, 60 mm. Also eigentlich dürftet ihr da keine Probleme kriegen. Also die Spannungswandlerkühler sind jetzt nicht 6 cm hoch, von daher dürfte es eigentlich passen, dass man hier eine Arctic reinpackt. Ansonsten nehmt eine ganz normale Wasserkühlung, das sollte auf jeden Fall gehen. Und ich habe mir diesmal auch tatsächlich ein bisschen Mühe gegeben mit dem Kabelmanagement. Also das funktioniert ganz hervorragend. Gerade mit diesen Klettdingern, die mag ich ja sowieso viel lieber als jetzt irgendwelche Kabelbinder, die man erst wieder aufknipsen muss oder so. Ich habe das hier alles vernünftig reingekriegt. Natürlich wären jetzt noch mehr Kabel drin, wenn ihr jetzt eine Wasserkühlung verbaut. Klare Sache, da habt ihr meistens irgendwie 6 Kabel Minimum, weil allein 3 Stück für die Lüftersteuerung, 3 Stück für RGB, dann habt ihr noch einen für die Pumpe und solche Geschichten. Hier ist jetzt ein normaler CPU-Kühler drin, der hat ein Kabel, dann bist du fertig damit. Aber ich finde das eigentlich ganz nice. Also das sieht eigentlich relativ gut aus. Und man sieht auch, die Seitenklappe hier geht relativ easy, ja, drauf. Keine Beule oder so drin, schraube ich jetzt einfach fest. So, die ganze Nummer läuft auch jetzt. Hier ist auch nochmal der Beweis, also die Lüfter drehen auf jeden Fall. Jetzt denkt man sich natürlich, was kann man damit testen, weil RGB-Beleuchtung ist nicht dabei. Das bedeutet, wir können keine RGB-Profile oder so anschauen, aber wir könnten mal die Lautstärke testen. Weil wir haben im BIOS diese Smart Fan 6, das ist jetzt von Gigabyte, das sieht bei jedem BIOS irgendwie anders aus. Auf jeden Fall kann man SysFan hier mal auf volle Pulle stellen. Dann gehen wir jetzt einfach her, nehmen hier SysFan 1. Das könnt ihr bei euch auch so machen, wenn ihr ein Gigabyte-Board habt. Und dann habt ihr hier SysFan 1 Speed Control und die machen wir jetzt einfach mal auf volle Pulle. Und dann seht ihr hier oben, steigt er auch schon an. Aber bei 1200 dürfte eigentlich Schluss sein, weil das die Herstellerangabe ist. Ja, wir haben jetzt 1250, das ist jetzt ungefähr 1200, was der Hersteller sagt. Klar, ein bisschen Messtoleranz ist drin. Die sagen meistens sowieso plus minus 10%. Aber eins kann ich euch sagen, Dezibel-Messgerät kann ich mir schenken. Das fängt erst ab 30 an zu messen und das ist definitiv weniger als 30. Die sind halt extrem leise. Es sind halt 140 mm Lüfter. Ich kann jetzt das Mikrofon gerne mal dran halten, wenn ihr möchtet, aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich halte es jetzt einfach mal dahin. Naja, sonderlich viel werdet ihr wohl kaum gehört haben. Also ich muss echt sagen, der ist sehr, sehr leise, sehr, sehr groß. Könnte potenziell sogar eine gewisse Konkurrenz zu einem Big Quiet Purebase 500 heißt es, glaube ich, ne? 500 DX oder so, darstellen.
Ich finde das schon stark, hier oben auch mit den Anschlüssen. Gut, das muss jeder selber wissen, wie er es mag. Ne? Wenn er unter dem Tisch steht, klar, wenn er auf dem Tisch steht, schwieriger. Aber ich finde das Teil echt gut. Ist sehr schlicht, klar, ist jetzt nicht so fancy wie andere Gehäuse. Aber wer sowas mag, und wir wissen aus dem Discord über die Tickets, dass viele einfach nur eine schwarze Kiste haben wollen, für den wäre das vielleicht was. Vor allen Dingen, wenn halt auch alte Größen da reinpassen, was Grafikkarten und Wasserkühlung und so angeht. Ich gehe jetzt davon aus. Ich gehe ganz stark davon aus, dass eine Arctic oben reingeht. Wenn nicht, kann man sie immer noch in die Front bauen. Da muss man ein bisschen schauen, was die Grafikkarten angeht, dass die dann nicht zu lang werden. Aber ja, ich finde es gut. Kommen wir wie immer zum Fazit. Also ich finde das Case für den Preispunkt mit 540 mm Lüftern für 110 Euro echt gut. Die haben sich da Gedanken gemacht. Wir haben diese gummierten Kabelführungen. Da bin ich jetzt ein Fan von. Legt nicht jeder Wert drauf. Ja, weiß ich, aber ich finde es gut. Vor allen Dingen haben wir dann noch vorne diesen Durchlass für die Grafikkartenkabel. Das Kabelmanagement ist völlig in Ordnung und auf der Rückseite. Es könnte besser sein, ist klar. Aber was Besseres habe ich nur bei teureren Cases halt gesehen. Es ist im Moment das größte Case bei denen im Angebot. Wie gesagt, wurde ganz frisch vorgestellt. Und jetzt kommt noch so eine kleine Nummer, die ich die ganze Zeit verheimlicht habe. Ich werde das Ding verlosen. Also ich brauche es nicht. Von daher, ich verlose das unter allen Kommentatoren. Ich schreibe es nicht in den Titel rein. Das ist wirklich nur für die, die das Video auch vernünftig geguckt haben. Weil viele gucken einfach nur rein und denken sich, ja, nee, wieder ein Case und gehen wieder raus. Wer Interesse daran hat, einfach einen Kommentar schreiben. Lose ich dann in den nächsten zwei Wochen im Livestream aus. Und dann wünsche ich euch auch viel Glück dabei. Ich hoffe, ihr kommt damit klar, dass ich da jetzt einmal drin gebastelt habe. Ne? Da müsst ihr damit klarkommen. Also ich habe jetzt einmal nur was reingebaut zum Testen und das war es dann auch schon wieder. Ich habe es weiter nicht benutzt. Also ich finde es echt gut und deswegen verlose ich es auch. Ich brauche es nicht, ich habe hier ein gescheites Gehäuse stehen. Und ja, dann macht einfach mal fleißig mit. Und lasst mir eure Meinung gerne mal in den Kommentaren da. Ich finde das eigentlich wirklich ganz schön gelöst. Aber kann sein, dass ihr eine andere Meinung habt und sagt, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Gerne reinschreiben, kann ich vielleicht beim nächsten Mal drauf achten. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo wäre ganz nice. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.